Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Sven Voss hat den Sport für Sie. Unter anderem mit den deutschen Handballern. Guten Abend. Und auf diese Themen schauen wir auch ausführlich in dieser Sendung. Kampf ums Rote Meer. Mit Luftschlägen attackieren Amerikaner und Briten im Jemen die Houthi-Rebellen. Diese wollen weiter Handelsschiffe angreifen. Die CDU und der rechte Rand. Beim Geheimtreffen rechtsextremer Kreise waren auch CDU-Mitglieder. Die Partei kündigt harte Konsequenzen an. GDL-Streik und kein Ende. Nach 3 Tagen Stillstand auf der Schiene, wie geht es weiter im Tarifstreit zwischen Lokführern und Bahn? Als Reaktion auf Angriffe der Houthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer haben die USA, Großbritannien und Verbündete Stellungen der Houthis im Jemen bombardiert. Zudem plant offenbar die Europäische Union einen Militäreinsatz im Roten Meer zum Schutz der Handelsschifffahrt. Auch Deutschland könnte sich beteiligen, laut Auswärtigem Amt. In der Nacht griffen Kampfjets und Kriegsschiffe rund 12 Militärstützpunkte im Jemen an. Die Houthi-Miliz kontrolliert große Teile des Landes. Sie wird vom Iran unterstützt und solidarisiert sich mit der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen. Seit Ende November attackieren die Rebellen immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer. Benjamin Daniel. Unter anderem von diesem Flugzeugträger aus starten die USA und ihre Verbündeten ihre Angriffe gegen Houthi-Stellungen. Konkret attackieren sie Waffenlager, Luftabwehranlagen und Marinestützpunkte. Überraschend kommt das für viele nicht. Die internationale Gemeinschaft hat die Houthis mehrfach gewarnt und jetzt haben wir unseren Worten Taten folgen lassen. Trotzdem werden wir alles dafür tun, dass der Konflikt zwischen Israel und der Hamas in Gaza nicht zu noch mehr Eskalation in der Region führt. Auch die Bundesregierung stehe hinter den Angriffen, erklärt Außenministerin Baerbock während ihrer Malaysia-Reise. Die Houthis gefährden durch ihre Angriffe rücksichtslos Menschenleben. Sie tragen damit zur Destabilisierung einer schon angespannten regionalen Lage bei. Seit Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas greifen Houthi-Rebellen immer wieder Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung im Roten Meer an. Sowohl die Hamas als auch die Houthi-Rebellen werden von Iran unterstützt. Für das Weiße Haus aber kein Grund für noch mehr Eskalation. Wir suchen keinen Konflikt mit Iran. Es gibt auch keinen Grund für eine Eskalation, die über das hinausgeht, was in den letzten Tagen passiert ist. Und die Eskalation ging ja auch von den Houthis aus. Die Houthi-Rebellen bezeichnen die Militärschläge als Terrorismus und drohen mit Vergeltung. Im Jemen protestieren Zehntausende gegen die Angriffe. Was im Roten Meer passiert, ist wirtschaftlich besonders wichtig. Denn mehr als 10% des Welthandels laufen über diese Meerenge. Wegen der Angriffe der Houthi-Rebellen nehmen die meisten Containerschiffe jetzt einen Umweg in Kauf und fahren lieber um Südafrika herum. Das dauert aber etwa 2 Wochen länger als die Abkürzung durch das Rote Meer. Christoph Desterell berichtet. Houthi-Rebellen kapern ein Handelsschiff und filmen sich dabei selbst. Ende November war das. Spätestens da erkennen die Reedereien der Welt, die für sie so wichtige Route Rotes Meer ist riskant geworden. Gerade aus deutscher Sicht auch wirtschaftlich ein Problem. Die Schiffe bräuchten dringend militärischen Schutz, fordern die hiesigen Reeder. Und das ausdrücklich auch von der Regierung in Berlin. Deutschland hat sehr große Interessen, die durch den Suezkanal, durch das Rote Meer gehen. 60% des Import- und Exportvolumens in Deutschland ist seegestützt. Und da erwarten wir natürlich, dass Deutschland seiner Verantwortung gerecht wird. Seit November nahmen schon gut 2000 Schiffe zur Sicherheit den Umweg vorbei an Südafrika. Mit Folgen. Kostete ein Container von Asien nach Europa Anfang November etwa 1.500 Dollar, so sind es jetzt 4.000. Es mag für die Reeder also auch um Geld gehen, vor allem aber um Planbarkeit. Was brüchige Lieferketten bedeuten, erfährt gerade Tesla mit seiner Fabrik in Brandenburg und meldet, wegen fehlender Bauteile sei man zwischen dem 29. Januar und 11. Februar dazu gezwungen, die Fahrzeugfertigung mit Ausnahme einiger weniger Teilbereiche ruhen zu lassen. Die noch gute Nachricht, auf Warenangebot oder Preise in Deutschland schlägt die Krise im Roten Meer erstmal nicht durch. Denn
Ungefähr ein Drittel unserer Ausgaben verwenden wir auf Importe. Ungefähr 10% unserer Importe und Exporte kommen aus China, 15% aus Asien. Das heißt 15% von 30%. Und dann da gibt es nur eine kleine Änderung im Preis. Das wird der Verbraucher am Ende gar nicht so wirklich merken. Erst wenn die Houthis auch Öl- oder Gastanker angreifen würden, könnte es wirtschaftlich kritisch werden. Und weitere Hintergründe zur schwierigen Lage im Nadelöhr Rotes Meer ab 19.30 Uhr bei ZDF heute live. Unter anderem mit einem Fachmann für maritime Sicherheit. Zu finden auf unserer Homepage und in der App. Israel hat sich vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen den Vorwurf des Völkermordes verteidigt. Einer der israelischen Anwälte kritisierte die von Südafrika erhobene Klage als haltlos und absurd. Israel sei im Krieg mit der Hamas, nicht mit dem palästinensischen Volk. Die Angriffe im Gazastreifen seien durch das Recht auf Selbstverteidigung gedeckt. An einem Treffen mit Neonazis in Potsdam haben neben AfD-Politikern auch mindestens zwei Mitglieder der CDU teilgenommen. Gegen ein Mitglied hat ein CDU-Kreisverband in Nordrhein-Westfalen jetzt ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Die CDU will sich stärker von der extremen Rechten abgrenzen. Die Einzelheiten von Mathis Feldhoff. Es ist ein Politikwechsel, den die CDU da plant. Die bisherige Ansprache von AfD-Wählern als Proteststimme soll der Vergangenheit angehören. Man müsse jedem sagen, wen er da wählt. Was die AfD vorhat mit ihren rechtsextremistischen und radikalen Vorfeldorganisationen, ist auch ein Umsturz dieses Landes, dieser Demokratie. Auslöser ist eine Geheimkonferenz im letzten November, bei der AfD-Politiker, unter anderem ein Vertrauter von Alice Weidel, mit Rechtsextremen über eine millionenfache Vertreibung von Migranten diskutierten. Mit dabei auch mindestens zwei CDU-Mitglieder aus Nordrhein-Westfalen, denen droht der Parteiausschluss. Wir werden hart und konsequent darauf reagieren. Deportationsfantasien in diesen Zeiten auszuleben, habe ich persönlich als sehr krass empfunden und widerspricht der freiheitlichen Grundordnung unseres Landes. Umstritten in der CDU, ob das für ein AfD-Verbot spricht. Das NPD-Verfahren gebe wenig Hoffnung. Das Verfassungsgericht hat im letzten Verbotsverfahren den Satz in das Urteil reingeschrieben, es kann den Parteien nicht abnehmen, sich um die Wähler zu bemühen. Ein weiterer Fall macht heute die Runde. Der ehemalige CDU-Finanzsenator von Berlin, Peter Kurt, soll privat den AfD-EU-Spitzenkandidaten Krah sowie mehrere Rechtsextreme empfangen haben. Kurt ist auch Präsidiumsmitglied des BDI. Industriepräsident Russwurm distanziert sich von ihm. Wer jetzt in dieser Demokratie in Deutschland nicht aufwacht und eben weiß, dass es 5 vor 12 ist und wir jetzt gemeinsam kämpfen müssen, dem kann ich auch nicht weiterhelfen. Es ist eine Kehrtwende der CDU. Das Wahljahr 2024 wirft seinen Schatten voraus. Und bei mir im Studio ist jetzt Matthias Vornhoff mit dem aktuellen ZDF-Politbarometer. Guten Abend, Matthias. Hallo, guten Abend. Wie schneiden die Parteien zurzeit ab? Ja, das schauen wir uns jetzt genau an. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die SPD auf 13%, minus 1, neuer Tiefstwert seit Regierungsantritt. CDU, CSU 31%, minus 1. Grüne 14, FDP 4, minus 1, AfD 22%. Linke 4, Freie Wähler 4, plus 1, BSW 4%. 20% wären das für Parteien, die es nicht in den Bundestag schaffen. Dadurch würde es reichen für Schwarz-Grün und für Schwarz-Rot. Das Bündnis Wagenknecht hat Potenzial über die 4% hinaus. Ich würde das BSW wählen, das sagen 4%, weitere 17% aber sagen, sie würden das Bündnis wahrscheinlich wählen. 27% wahrscheinlich nicht, 47% auf keinen Fall. Gerade gibt es ja Proteste von Bäuerinnen und Bauern sowie einen Arbeitskampf bei der Bahn. Wie kommt das bei den Befragten an? Ja, wir schauen mal, wie viel Verständnis gibt es für den Streik der Lokführer. 43% haben Verständnis dafür, eine Mehrheit von 54% aber nicht. Kürzungen in der Landwirtschaft stehen die Befragten eher kritisch gegenüber und zeigen Verständnis für die Proteste. Nur 12% finden, es sollte so gekürzt werden wie ursprünglich geplant. 32% finden die jetzige Planung richtig und 52% sagen, es sollte überhaupt nicht gekürzt werden.
Die Haltung zu den Protesten, 30%, ging das zu weit, 68% aber zeigen Verständnis. Dankeschön für die Zahl, Matthias Fornoff. Und das gesamte ZDF-Politbarometer können Sie im Heute-Journal sehen. Und der Unmut der Landwirte und Landwirtinnen über die Sparpläne der Bundesregierung geht weiter. Schwerpunkt heute, an Tag 5 der Proteste, war unter anderem Bayern. An einer Sternfahrt nach Nürnberg beteiligten sich nach Angaben der Polizei knapp 5000 Menschen. Auf der anschließenden Großdemo sprach auch Bayerns Ministerpräsident Söder. Er forderte die Bundesregierung auf, sich bei den Bauern zu entschuldigen. Im März wird in Russland ein neuer Präsident gewählt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der neue Präsident wieder Wladimir Putin heißen. Es wäre seine 5. Amtszeit. Es gibt aber Menschen, die trotz geringer Chancen gegen ihn antreten wollen. Einer davon ist Boris Nadjestin. Der 60-jährige ehemalige Duma-Abgeordnete gilt als eine der letzten kritischen Stimmen im Land. Immer wieder hat er sich gegen den Krieg in der Ukraine positioniert. Nun hat sich Nadjestin der Presse präsentiert, gemeinsam mit Ehefrauen von Soldaten. Armin Körper berichtet. Nadjezhda ist die Hoffnung auf Russisch und Boris Nadjestin gibt sich als Hoffnungsträger der Opposition. Gestern Abend Wahlkampfveranstaltung. Er will Präsident werden, vor allem die Spezialoperation beenden und stellt die ganz offen in Frage. Warum kann er das? Seit 2 Jahren sage ich im russischen Fernsehen, dass die Spezialoperation ein Fehler Putins ist. Wie Sie sehen, bin ich frei und nicht als ausländischer Agent eingestuft. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann auch noch das. Nadjestin hat die Frauen mobilisierter Soldaten eingeladen. Seit Monaten fordern die Rückkehr ihrer Männer und damit den Kreml heraus. Am 13. Dezember hat er mich das letzte Mal angerufen, danach kam nichts mehr. Vor Silvester erfuhr ich, dass er verletzt wurde und machte mich auf die Suche. Ich habe ihn in einem Krankenhaus gefunden. 14 Tage Urlaub von der Front, das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Familien der Mobilisierten, vom Präsidenten. Ich habe keine Angst, das zu sagen. Und Boris Nadjestin offenbar auch nicht. Wir wollen einfach, dass die Männer zurückkommen. Und ehrlich gesagt will ich, dass das alles ganz schnell aufhört. Eine Veranstaltung der Opposition ganz ohne staatliche Sicherheitskräfte. Allein das ist bemerkenswert und lässt vermuten, dass Nadjestins Kandidatur eine von Kremls Gnaden sein könnte, um der Präsidentschaftswahl den Anschein von Fairness zu geben. Doch dafür muss Boris Nadjestin noch eine Hürde nehmen. Bis Ende des Monats braucht er 100.000 Unterschriften. Dann könnte ihn der Kreml zur Wahl zulassen. Und auch Taiwan steht vor Präsidentschaftswahlen und das bereits morgen. Knapp 20 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das wichtigste Thema ist der Umgang mit dem übermächtigen kommunistischen Nachbarn China. Der sieht den kleindemokratischen Inselstaat als abtrünnige Provinz und droht offen damit, die Wiedervereinigung zu erzwingen. Aus Taipeh berichtet Miriam Steimer. Flugzeuge beobachten, das ist Daniel Zhaos Hobby. Taiwans Himmel ist dafür gerade ein guter Ort. Beim Fotografieren vor 10 Jahren habe ich nur selten ein Militärflugzeug gesehen. Da musste man echt Glück haben. Vor allem die zur Luftverteidigung mit angehängten Bomben, die konnte man nur 1-2 Mal im Monat sehen. Jetzt fast jeden Tag. Taiwans Militär will vorbereitet sein. Denn der mächtige Nachbar China lässt rund um die demokratische Insel immer wieder die Muskeln spielen. In seiner Neujahrsrede sprach Staats- und Parteichef Xi Jinping gerade von der historisch unvermeidbaren Wiedervereinigung. China favorisiert einen Machtwechsel zur Peking-freundlicheren KMT. Doch nach den letzten Umfragen liegt er vorne. William Lai von der regierenden Fortschrittspartei. Peking bezeichnet ihn als gefährlichen Separatisten und Unruhestifter und hat die Wahlen zur Schicksalswahl erklärt. Für die Menschen hier sei es die Entscheidung zwischen Krieg und Frieden. Das Thema dominiert den Wahlkampf. Wenn Festlandchina uns angreift, wohin sollen wir fliehen? Wenn es so kommt, können wir es nicht ändern. Ich mache mir Sorgen, dass meine Familie verletzt wird, es keinen Unterricht gibt und nicht genug zu essen. Vor allem jungen Leuten kommen andere Themen zu kurz.
Zum Beispiel, dass Taipehs Immobilienpreise zu den höchsten der Welt gehören, mit Durchschnittslöhnen unbezahlbar. Viele unterstützen einen dritten Kandidaten, der ein Ende der hohen Wohnungspreise verspricht. Zurück nach Deutschland. Seit heute 18 Uhr ist der Bahnstreik vorüber, nach 3 Tagen. Und wie geht's nun weiter? Die Bahn will ab morgen früh wieder normal fahren. Im Tarifstreit mit der Gewerkschaft GDL bewegt sich allerdings nicht viel. Und so stellt GDL-Chef Wieselski schon den nächsten Streik in Aussicht. Der sei unvermeidlich, wenn die Bahn den Lokführerinnen und Lokführern nicht entgegenkomme. Hans-Jürgen Piel berichtet. Schon kurz nach 18 Uhr fuhren die S-Bahnen wieder fast wie gewohnt. Im Fernverkehr gilt der Ersatzfahrplan aber vorerst weiter. Erst morgen sollen die Züge hier wieder normal fahren. Auch 3 Tage Lokführerstreik haben keine Annäherung gebracht. GDL-Kundgebung in Magdeburg. Der nächste Ausstand könnte schon bald kommen. Nach Abschluss dieser Streikmaßnahme lassen wir dem Unternehmen ein Stück weit Zeit, um zur Besinnung zu kommen. Tun Sie das nicht, wird die nächste Arbeitskampfmaßnahme folgen. Sie wird bestimmt länger sein und sie wird den Kunden noch härter treffen. Knackpunkt bleibt weiter die Arbeitszeitverkürzung. Die GDL fordert eine 35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich für Schichtarbeiter. Die Bahn will die Wochenarbeitszeit nur gegen anteiligen Verzicht auf Gehaltserhöhungen verkürzen, forderte heute erneut eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Es ist jetzt auch an der GDL, wieder an diesen Tisch zurückzukehren, zu streiken, um alle Forderungen durchzusetzen. So funktionieren Tarifverhandlungen nicht. Während die Mehrheit aller Personenzüge im Streik ausfiel, waren es im Güterverkehr höchstens 40%, weil den Großteil der Fracht längst Privatbahnen transportieren. Und die kamen streikbedingt sogar besser ans Ziel. Unsere Unternehmen haben es leichter auf dem vollen Netz, weil weniger Züge unterwegs sind. Sie kommen pünktlicher an und das ist natürlich auch noch ein Punkt, weswegen keine Lieferketten zusammenbrechen. Bei Deutschlands zweitgrößtem Bahnunternehmen Transdev ging der Streik schon heute Mittag zu Ende. Hier ist man inzwischen bereit, über eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich zu verhandeln. Seit Tagen herrscht vor allem in der Nordhälfte Deutschlands strenger Frost. Wenn dazu noch Regen fällt, gibt das eine gefährliche Mischung. Auf der A72 bei Chemnitz rutschte ein LKW durch die Glätte von der Fahrbahn. Bei zahlreichen Unfällen, wie hier bei Neuwied, wurden mehrere Menschen verletzt. Die Polizei ruft weiterhin zu äußerster Vorsicht auf. Und der Sport beginnt mit den Eiskunstlauf-Europameisterschaften, Sven, ja? Und da waren die Hoffnungen groß beim besten deutschen Paar Hase Volodin. Mit einem aussichtsreichen Platz 2 war das Duo ins Kürfinale eingezogen. Doch der Traum von einer Medaille ist nun geplatzt. Der Trainer mag es nicht mit ansehen. 2 grobe Patzer kosten den Podiumsplatz. Zunächst stürzt Minerva Fabian Hase beim dreifachen Wurf Rittberger. Wenig später misslingt die geforderte Hebung. Nikita Volodin muss sie abbrechen. Seit einem Jahr laufen die beiden zusammen. Der Hype war nach einer Siegesserie groß. Der Russe Volodin besitzt noch keinen deutschen Pass. Damit wäre derzeit kein Olympiastart möglich. Die fehlerhafte Kür lässt Hase Volodin auf Platz 5 abstürzen. Es siegt das italienische Duo Beccari-Guarise vor einem georgischen und einem weiteren italienischen Paar. Das zweite deutsche Duo, Annika Hocke, Robert Kunkel, belegt Rang 7. Und wir bleiben auf dem Eis. Olympiasieger Christopher Grother hat beim ersten Skeleton-Weltcup des Jahres Platz 2 geholt. Auf der Natureisbahn von St. Moritz musste sich Grother nur dem Italiener Amedeo Bagnis geschlagen geben. Auch in der Gesamtwertung liegt der Thüringer nach 4 von 8 Rennen auf Platz 2. Und nach dem begeisternden Sieg der deutschen Handballer im Eröffnungsspiel geht der Blick längst in Richtung Nordmazedonien. Gewinnt das deutsche Team erneut, wäre das Minimalziel bereits erreicht. EM-Hauptrunde. Das DHB-Team im Training mit Spaß und Selbstbewusstsein. Denn im Auftaktspiel lief vor allem dank Torhüter Wolf schon vieles richtig gut. Es war sowohl Andy, der überragend war, als auch eine wahnsinnig bewegliche und trotzdem kompakte Abwehr. Es wäre natürlich schön, wenn wir daraus noch mehr einfache Tore werfen. Nordmazedonien, der vermeintlich leichteste Vorrundengegner, aber... Sie haben sehr, sehr viele Offensivvarianten, die sie spielen können. In der Abwehr kommen sie über Heißblütigkeit. Das Rezept: kühlen Kopf bewahren und taktisch ans Schweizspiel anknüpfen. Vor den Augen auch von Kanzler Scholz, der Sonntag in der Berliner Arena sein wird. Tja, kühler Kopf fällt im Moment nicht leicht, nee, beziehungsweise nicht schwer. Stimmt. Danke, Sven. Und wir haben noch Neuigkeiten von einer echten Architekturikone,
der Brooklyn Bridge in New York. Das 140 Jahre alte Bauwerk, erdacht vom deutschstämmigen Ingenieur Johann Röbling, ist jetzt auch nachts ein echter Blickfang. Zusätzlich zu den vorhandenen Lichterketten erstrahlen nun auch die markanten Backsteintürme, dank LED-Scheinwerfern von weit her sichtbar. Die Brooklyn Bridge, über die jeden Tag alleine rund 120.000 Fahrzeuge fahren, wird seit 4 Jahren umfassend renoviert. Trübe und winterliche Aussichten für das Wochenende kommen gleich von Katja Hornefer. Sie erklärt Ihnen aber auch, wo Sie dennoch die Sonne sehen können. Das Heute-Journal läuft an diesem Abend gegen 22.45 Uhr mit Marietta Slomka. Tschüss. Guten Abend. Die Sonne konnten Sie heute zum Beispiel hier im Harz sehen, aber auch im Bayerischen Wald, im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb. Sonst dominierte Hochnebel und hohe Wolken zogen noch über den Hochnebel hinweg. Es gab Nieselregen, Schneegriesel und genau damit haben wir es auch noch in der Nacht zu tun, besonders hier im Nordosten und in der Mitte Deutschlands. Da sollten Sie sich nach wie vor auf Glätte einstellen, auf Straßen und Gehwegen. In Süddeutschland ist es zum Teil klar, dann bildet sich Bodennebel und auch dort kann es dann reif glatt werden, wenn der Nebel am gefrorenen Boden festfriert. Und am Alpenrand wird es bitterkalt mit minus 13 Grad. Plus 5 Grad sind es auf den ostfriesischen Inseln. Die Höchsttemperaturen morgen liegen zwischen minus 2 und 7 Grad. Und das wird für die meisten von uns eher ein trüber Tag. Weiterhin mit Schnee, Schneegriesel, Schneeregen und Nieselregen. Es bleibt also glatt auf Straßen und Gehwegen, auch wenn sich die Glätte im Laufe des Tages mehr in die Mittelgebirge zurückzieht. An der Nordseeküste rupft der böige Westwind die Wolken auch mal auseinander. Und auch zwischen dem Oberrhein und dem Allgäu werden sie die Sonne zu Gesicht bekommen. Ganz ähnlich sieht es dann auch am Sonntag aus. Guten Abend.